Hallo aus dem Fitcenter Hallein. Alle von euch haben von einem von unserem Trainerteam schon mal den Kommentar gehört, achte auf deine Körperspannung, bau Körperspannung auf. Egal ob im Live-Video oder beim Trainertermin im Fitcenter Hallein. Was ist jetzt damit gemeint, warum ist es wichtig und wie funktioniert es? Schritt 1, Po anspannen. Eure Gesäßmuskulatur ist eines von den wichtigsten Bindeglieder zwischen Oberkörper und Beine und bildet sozusagen das Fundament von der Wirbelsäule. Ich habe mir jetzt einen Vergleich überlegt, wie ich das am besten bildlich darstellen kann. Ich habe dafür einen Stift in meiner Hand. Der Stift symbolisiert eure Wirbelsäule, zugegebenerweise ein bisschen hinkend, weil eure Wirbelsäule keine starre Verbindung ist, sondern eine Aneinanderreihung von Gelenken mit Wirbeln und Bandscheiben zwischendrin, Gott sei Dank. Trotzdem funktioniert der Vergleich. Ohne Fundament bleibt der Kugelschreiber nicht stehen, wenn ich ihn frei hinstellen möchte. Aktiviere jetzt aber meine Gesäßmuskulatur, indem ich die Pobacken zusammenziehe, in dem Fall meine Finger, hat der Stift den ersten Halt. Gleichzeitig wird damit die Beckenbodenmuskulatur aktiviert. Schritt 2, Bauchspannung. Indem ich jetzt zusätzlich, vereinfacht gesagt, meinen Nabel Richtung Wirbelsäule ziehe, aktiviere ich meinen kompletten Rumpf. Die Rumpfmuskulatur bildet ein komplettes muskuläres Korsett rund um eure Wirbelsäule und stützt sie jetzt in alle Richtungen. Wieso ist das jetzt so wichtig? Kein Gelenk, kein Muskel, kein Knochen steht im Körper für sich alleine. Jede Bewegung ist ein Zusammenspiel des ganzen Bewegungsapparats und je freier, je schwieriger die Bewegung oder eine Übung ist, umso mehr Aktivität passiert im Körper. Wenn ich jetzt ein Gewicht aufhebe, machen das nicht nur meine Arme. Das Gewicht will wieder zurück durch die Schwerkraft zur Erde. Wenn ich jetzt das Gewicht aufhebe, machen das meine Arme, meine Oberarme. Das Gewicht wird über die Schultern in den Oberkörper abgeleitet. Die Wirbelsäule überträgt es auf die Hüften und die Beine leiten es wieder ab in die Erde. Achte jetzt bei den Übungen nicht auf meine Bauchspannung und auf einen angespannten Hintern. Zieht es meine Wirbelsäule nach vorn. Sie wird gekrümmt und belastet dadurch die Bandscheiben enorm. Dieses Spiel kann ich jetzt auf alle Bewegungen, auf alle Übungen ableiten, egal ob im Studio oder zu Hause. Das heißt, achte bei deinem nächsten Training bewusst auf die zwei Punkte: Po anspannen, Bauchspannung, Nabel einziehen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.